Na gut, fliegen wir mal in den Omega-Nebel gleich als nächstes. Ich würde sagen, wir behalten das gleich mal, wenn das zusammengehört, auch direkt zusammen. Damit wir die Geschichte gleich am Stück verfolgen können hier. Und holen uns den Frachter zurück. Ist er gleich hier oder muss ich noch irgendwo anders hin? Ich glaube, ich muss irgendwo anders hin. Wir schauen einfach mal kurz in der Cluster-Übersicht. Ja, hier drüben, in Arin Laka. Okay, da scheint ansonsten bloß ein Planet drin zu sein. Ja, genau. Und jetzt ist noch der Frachter drin. Wunderbar. Na dann. Geronimo! Oh, das sieht doch hier Kowloon-Klasse-mäßig aus. Verlassenes Schiff ist registriert, MSV Strontium Mule, und durch Beschuss sichtbar beschädigt. Schiff antwortet trotz Lebenszeichen an Bord nicht auf Funksprüche. Übertragung mit bekannter Chiffrierungsroutine der Blue Suns aufgefangen. Luftschleusen sind dicht, aber das Betreten des Schiffes ist durch eine Notfallklappe im Frachtraum möglich. So, diese Schiffe der Kowloon-Klasse kennen wir ja schon zuhauf aus dem ersten Teil. Mal schauen, ob die ein bisschen Ähnlichkeit haben. Theoretischerweise sehen die alle gleich aus, also müsste eigentlich der Frachtraum auch identisch aussehen. Aber muss ja nicht unbedingt so sein. Ah, was haben wir jetzt? Blue Suns schon wieder, ne? Ich nehme mal Kazumi mit, einfach nur um ihre Skills auch mal ein bisschen wieder auszubauen. Und, wen habe ich denn schon lange nicht mehr dabei gehabt? Keine Ahnung, neben Kazumi nehme ich nochmal. Nehmen wir nochmal Jacob mit. Warum nicht? So, bei Kazumi haben wir nämlich einiges an Punkten auszugeben. Zunächst der Schattenschlag. Tödlicher Schattenschlag. Erhöht den Schaden, der auf ein Ziel angewendet wird. Oder schneller Schattenschlag. Reduziert die Abklingzeit um 80%, wenn das Ziel durch diese Kraft getötet wird. Dann gehe ich lieber auf den tödlichen. Das andere klingt mir zu kompliziert, verklausuliert, was auch immer. So, die Überlastung machen wir auch gleich mal. Bereichsüberlastung. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal bei jemandem gemacht habe. So, die Meisterdiebin auf 3. Wunderbar. Na, Angst? Blue Suns besiegen. Besiegen Sie die Blue Suns an Bord der MSV Strontium Mule. Oh. So, hauen wir erstmal alle um. Tja, im Gegensatz zu seiner Biotik hat meine getroffen. So, der ist weg. Übelste Distanz, auf die ich hier kämpfe, aber es funktioniert. Es funktioniert. Das kann ich gerade nicht. Ja, dann mach's doch nicht, Kazumi. Solange du nicht stirbst, ist alles in Ordnung. Bleib einfach in Deckung, solange du deine Fähigkeiten nicht anwenden kannst. Ah, komm, was? Hier runter da, das ist meine Position. Halt. Ist hier schon wieder einer neben mir? Nö. Warum werde ich schon wieder so attackiert? Weg. So. Den hat's zerlegt, glaube ich. Okay. Wo haben wir hier meinen Transmitter? Dex, das sich nähernde Schiff dreht nicht ab. Die Idioten wollen anscheinend an Bord kommen. Diese Luftschleusen sind abgeriegelt, also vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. Stellen Sie ein Team zusammen und heißen Sie sie im Frachtraum willkommen. Wenn sie fertig sind, blasen sie durch die Frachtraumtore raus. Captain Voorhees. Okay. Hat nicht ganz funktioniert, glaube ich. Was haben wir hier gemacht? Luftschleusensicherheitskonsole. Die schauen wir uns auch noch an. Alle Luftschleusen abgeriegelt. Ja, haben wir ja gerade schon bei... Was ist denn hier los? Bei Captain Voorhees gehört. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Das Spielchen hatten wir schon mal, als ist wir mal... Ist sonst noch jemand? Als wir bei Morinth damals im Apartment waren, auf Omega, da haben sie mal auch so abgehoben. So. Fünfmal in den Hals geschossen, irgendwann fällt er auch um. Gut gemacht, Kazumi. Sicherheitsabriegelung aktiv. Abschaltung an der Sicherheitskonsole möglich. Alles klar.
Dann also erstmal auf zur Sicherheitskonsole. Ach, da ist er ja schon. Das ging ja schnell. Da muss man doch reinkommen. Ja. Kommt man. Willst du das nicht übernehmen, Kazumi? Du bist doch so eine Meisterhackerin. Da kann ich mir die Arbeit nämlich sparen hier. Wenn du das so gut kannst. Naja, was soll's. Wir haben's geschafft. Mhm. So, dann wollen wir doch mal uns hier ein bisschen umschauen. Ah, hier kann ich nicht mal in Deckung gehen an der Wand. Okay. Wartungsberichte. ÖLG-Antrieb beschädigt und mit minderwertigen Teilen repariert. Erhöht das Risiko eines Totalausfalls. Klingt, als ob man das unbedingt tun sollte. Klingt so nach dem Motto, oben ist eine Lampe ausgefallen am Fahrrad, ich überbrücke mal das Dynamo. Wobei heutzutage, glaube ich, kein Fahrrad mehr mit Dynamo funktioniert. Wer hat sowas schon noch dran an seiner Kiste? Da packt man einfach eine Batterie rein und fertig. Bleib liegen. So, wo sind wir denn hier eigentlich? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was die Ausrichtung angeht. Sicherheitsabriegelung aktiv, Abschaltung an der Sicherheitskonsole möglich. Da war ich doch schon. Warum ist er noch zu? So. Da war's vorbei. Wow. Was ist hier passiert? Alter. Die liegen auch schon eine Weile, glaube ich, ne? Abartig. Gut, die restliche Crew der Strontium Mule scheint also hinüber zu sein. Und ich nehme bald mal an, wir müssen davon, ne? Weiß es aber nicht. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz runter und werde nochmal die zwei anderen Räume auschecken, denn wir waren jetzt eigentlich nur hier in dem Flügel. Geh doch mal hier vorbei, Shepard, Mensch. Bleib doch nicht immer an irgendwelchen unsichtbaren Dingens hängen. Wänden heißen sie. Die Wände heißen Wände. Okay, dort geht's auch einfach nur die Treppe hoch. Medizinische Station nehmen wir mit. Der sieht genauso wenig gut aus wie die oben. Was haben die mit denen gemacht, Mensch? Na gut, und dann checken wir nochmal kurz hier die Tür in der Mitte aus. Die wird wohl nicht nach oben führen, nehme ich an. Dachte ich mir fast, dass die Gegner kommen. Oh! Halt, 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 halt! Habe ich da gerade den Chef gesehen oder war das bloß einfach irgendein Kommandant? Ja, ja, schießt nur. Leitender Techniker, aha. Oh. Neuer Versuch? So, geht doch. Kazumi? Ich wieder? Und damit wäre es Zeit für Jacob, glaube ich. Ah, nee, Barriere hat er nicht hier. Ach so, Inferno-Munition, okay. Dann mache ich mal. Oh, das war nicht das Richtige. So, machen wir das doch so. Vielleicht probieren wir es auch weiter mit dem Dorf. Schon okay. Na komm schon, Junge. Stirb einfach. Immer noch nicht? Gut, jetzt hat sich erledigt für ihn. Oh. Gut, wo komme ich eigentlich hoch? Ach, hier vorne. Alles klar, das muss mir doch vorher mal jemand sagen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Mit so wenig Leben mir entgegengespratzt zu kommen? So. Hier haben wir die Hauptkonsole. Vielleicht können wir ja hier ein bisschen was herumstellen. ÖLG-Antrieb funktionsuntüchtig. Ja, das wissen wir ja schon. Gibt's ja ansonsten nichts weiter? Noch ein PDA? Kurtz. Achtung, Mann! Die Eindringlinge sind immer noch am Leben und kämpfen sich durch das Schiff. Commander Shepard ist bei ihnen. Bereiten Sie Ihre Männer auf den Kampf vor. Botes hat noch einen Trumpf im Ärmel. Er hat den Behälter mit der Beute und wird bestimmt gegen Warhaz vorgehen, um ihn für sich zu behalten. Würde mich zumindest nicht überraschen. Better. So, so. Man verrät sich also gegenseitig. Das kann unser nur zum Vorteil gereichen. Aber so richtig gebracht hat der Raumo hier uns nix, ne? Also eigentlich war das eine ziemliche Sackgasse.
Gut, dann probieren wir es nochmal oben. Vielleicht gibt es da dort noch irgendeinen Seitenweg, über den wir dann dort die Tür öffnen können. Ach, Shepard, du bist so wahnsinnig kurzatmig. Okay, schauen wir mal. Ich weiß ja nicht, für wen zum Teufel Sie sich halten. Aber wenn Sie einen Fuß auf die Brücke setzen, werden Sie um einen raschen Tod. Da muss man doch reinkommen. Ja, geht schon. Kriegen wir hin. Meint er also, ein rascher Tod. Naja. Ich glaub's ja nicht so ganz, dass ich um einen raschen Tod betteln werde. Halt, das werde ich erst nochmal auschecken. Ja. Nur sicherheitshalber. Wir haben's geschafft. Ja, Jacob, haben wir. Es ist schön, dass du es immer wieder feststellst. Okay, ich gucke dabei mal hier. Kommunikationsportal funktionsuntüchtig. Wichtige Info. Muss man wissen. So, hier gibt es ein paar größere Oschis. Aber wir haben ja nette Leute mitgebracht, die sich hier um die Schilde von denen kümmern können. Wunderbar. So, wisst ihr was? Da das der letzte Raum ist, können wir auch einfach mal ein bisschen mit dem Maler hier rumbasteln. Na, wie ist das so? Oh, ich glaube, ich bleibe mal in Deckung kurz. Aha, Captain Voorhees ist also jetzt schon mit. So, einmal du und Captain Voorhees noch. Du hast es gut erkannt, Captain Voorhees, aber leider bringt dir diese Erkenntnis auch nicht viel. Du stirbst trotzdem. Immer schön in Deckung bleiben. Was? Wo? Jetzt kann mir nichts was anhaben. Ach, von da. Oh, wirklich? Mit Fenris Max? Was ist das denn für ein Hinterhalt? Wer hat den denn geplant? Ist ja niedlich. Naja, wenn ihr meint. Ich habe schon schlimmere Hinterhalte überstanden. So, jetzt aber mal Ruhe hier. Schiffshauptlogbuch. Das ist der letzte Eintrag von Captain Jared Barnes, Kommandant der MSV Strontium Mule. Wenn Sie das hier lesen, sind ich und meine Crew tot. Vor 2 Wochen haben wir auf ein Notsignal reagiert, das sich als Falle der Blue Suns entpuppte. Wir konnten entkommen, wurden aber schwer beschädigt. Halten Sie sich von den Koordinaten von diesem Log fern. Wenn Sie den Behälter in unserem Frachtraum finden, dürfen Sie den Inhalt gern behalten. Die Autorisierungscodes befinden sich verschlüsselt in diesem Log. Dechiffrierung des Autorisierungscodes abgeschlossen. Okay. Frachtbehälter sicherstellen. Nächste Aufgabe. Okay, wir hatten hier aber drüben noch was, ne? Wo ist denn das? Hier. Hä? Halt. Ach, du hast das. Burtis, halten Sie Ihre Männer bereit. Ich kann die Eindringlinge schon hören und Sie sollten damit rechnen, uns hier helfen zu müssen. Der Captain war nicht sehr mitteilsam, aber ich habe seine Codes in der Blackbox des Schiffes gefunden. Wir können den Behälter öffnen, aber vorher müssen wir diese Eindringlinge umlegen. Captain Voorhees. Tja, ich glaube, Burtis wird die Info dankend annehmen und dich einfach verraten wollen, aber zum Glück gibt's ja uns. Siehst du mal, da sind sie schon und wollen sich mit uns anlegen. So, waren wir denn? Da ist Sergeant Burtis. Gleich nochmal ein bisschen die Schilde überlasten. Nett. Na komm raus. Jetzt kommt er raus, na toll. Oh, Alter. Gut, dass das Glas hier offenbar raketenfest zu sein scheint. Ist schon nützlich. So, mein Freund. Schön in die Ecke gequetscht da oben. Finde ich gut. Haben wir ein bisschen aufgeräumt hier. Was ist denn das Wort? Schön. Alle Feinde der Blue Suns wurden eliminiert. Die fragliche Fracht befindet sich wahrscheinlich auf dem oberen Deck des Schiffs. Dahin müssen wir jetzt sowieso, weil das der letzte Raum ist, den wir noch nicht gesehen haben. Und dann schauen wir uns erstmal den Transmitter hier an. Jakir, hier ist der Plan. Halten Sie Ihre Männer unter Kontrolle und einsatzbereit.
Die Eindringlinge sind der Schlüssel. Sobald sie die Brücke erreichen, wird Frau Hess nach uns rufen. Reagieren Sie nicht darauf. Die Eindringlinge erledigen ihn für uns und wir bekommen die Codes für den Behälter selbst in die Finger. Schalten Sie dann alle aus, die auf Ihrer Liste stehen. Je weniger übrig bleiben, desto größer der Anteil für jeden von uns. Sergeant Burtis. Nun, auch dieser Plan ist wohl nach hinten losgegangen. Wir sacken mal kurz das hier ein. Und diesen Ablaufplan hacken wir gerne auch noch kurz mit. Da. Da. Und. Da. Gut. Was das wohl ist? Oh, schweres Hautgewebe, wunderbar. Und dann nehmen wir die Ladung mal an uns. Credits? Toll. Na gut, warum nicht? Zurück zur Normandy. Das war's für diese Nummer. Geheiminformationen beschafft. Upload zu Cerberus eingeleitet. Blue Suns besiegt. Plünderung des funktionsuntüchtigen Frachters MSV Strontium Mule verhindert. Beträchtliches Ladegut von der MSV Strontium Mule geborgen. Gut, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Gab es jetzt noch irgendeinen Hinweis auf eine weitere Blue Suns Basis mit dem Hilfssignal, mit dem Notsignal, wo die Strontium Mule dann geschnappt wurde? Oder war das bloß so nebenbei mit erwähnt? Also ich weiß halt nicht, ob jetzt noch eine Folgemission kommt oder ob es das jetzt schon war. Na, wir schauen mal. Nachrichten. Blue Suns Aktivität geordnet von Cerberus Oberkommando. Wir haben einige Nachforschungen über diesen Lieutenant Locke und sein Treffen mit einem gewissen Captain Warhess angestellt. Wir haben die Koordinaten der letzten bekannten Position des Strontium Mule in ihr Navigationssystem hochgeladen. Ja gut, das ist ja klar. Es hat sich herausgestellt, dass die Mule wertvolle Fracht an Bord hat, darunter auch streng geheime Informationen. Wir möchten, dass sie die Strontium Mule aufspüren und die Fracht an sich bringen. Wir wollen die Informationen, alles andere von Wert können sie behalten. Verfahren Sie mit den Blue Suns nach Belieben. Und Ausgangspunkt der Blue Suns Hinterhalte gefunden. Aha, genau das. Von Cerberus Oberkommando. Wir gehen gerade die Informationen durch. Gute Arbeit übrigens. Und haben die Koordinaten der Basis gefunden, wo die Strontium Mule den Blue Suns in die Falle gegangen ist. Die Blue Suns locken in der Tat mit falschen Notsignalen Frachter in die Nähe ihrer Basis, um sie dann zu überfallen und auszurauben. Wenn sie dorthin fliegen und ihren Sender außer Gefecht setzen könnten, wäre das für die Händler eine große Erleichterung und den Blue Suns als Ganzes würde es einen empfindlichen Schlag versetzen. Die Quelle des Signals befindet sich auf dem Planeten Sanctum, Decorus System, Sigurds Wiege. Wir haben die Koordinaten in ihr Navigationssystem hochgeladen. Sigurds Wiege, waren wir da überhaupt schon? Das kommt mir nicht bekannt vor, ehrlich gesagt, vom Namen her. Also schon, aber jetzt nicht. Ich wüsste nicht, dass ich da jetzt gerade in letzter Zeit gewesen wäre. Das meine ich damit. Naja, wir schauen mal. Zurück zum Massenportal und dann wollen wir die Blue Suns mal endgültig hochnehmen. Mensch, das sind ja richtig lange Handlungsstränge hier, über 3 Missionen hinweg. Bin ich ja mal gespannt, ob die anderen dann auch noch so ausgedehnt werden. Okay, wo haben wir das? Sigurds Wiege, falsches Signal deaktivieren. Das hier. Nein, hier waren wir vorher definitiv noch nicht. Kommt, ich klapper die mal kurz ab. Ich nehme mal an, so viele werden es jetzt nicht sein. Gut, nur ob hier noch irgendeine andere Anomalie ist. Ich glaube es aber bald nicht unbedingt. Wobei, wenn hier schon extra... Ich habe eine Anomalie geortet. Ich wollte gerade sagen, wenn da extra ein Mond schon mitgezeigt wird, dann ist meistens auf dem Mond auch eine Anomalie. So, wir machen aber erstmal die andere Geschichte noch fertig. Klappern wir mal hier noch kurz ab. Tut mir natürlich sehr leid, jetzt tue ich eigentlich allen Unrecht, die hier die Texte geschrieben haben, ne? Weil sie sich halt auch dabei was gedacht haben bei den Texten und da schon ein bisschen Kreativität reingeflossen ist. Aber es ist einfach so wahnsinnig viel an Planeten, was man hier abkundschaften kann. Also gerade im Let's Play geht es natürlich überhaupt nicht, dass man sich das durchlesen kann, aber auch so ist es schwierig, sich wirklich alle durchzulesen. Also so stichartig schaue ich mir die dann immer mal an eigentlich. Aber wirklich jeden Planeten sich durchzulesen, ist dann doch ein bisschen hart. Gibt aber schöne kleine Geschichten so drumrum, immer mal. So, erstmal kurz hier geschaut. Leina hat natürlich nichts. Und dann gehen wir nach Sanctum und deaktivieren das falsche Signal. Anomalie geortet. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich da. Flüchtlinge überprüfen und nach
Starte so. Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Das beim ersten Suchvorgang geortete Notsignal wurde jetzt als Fälschung bestätigt, mit der ahnungslose Schiffe in den Orbit gelockt werden sollen, wo Piraten sie dann überfallen. Erste Scans legen nahe, dass die Deaktivierung des falschen Notsignals die Transmission der Blue Suns unterbricht und an dieser Stelle weitere Überfälle aus dem Hinterhalt verhindert. Oberflächenscans zeigen eine Konzentration von Kommunikationssignaturen der Blue Suns rund um einen Shuttle-Hangar. Jag eine Bombe drauf, fertig. Gut. Wir haben gerade wahrscheinlich einfach keine bei der Hand, deswegen machen wir das im Nahkampf. Infanterie for the win. Das kriegen wir schon hin. So schlimm kann es ja gar nicht sein. Sind ja bloß Blue Suns, was erwarte ich denn? So, wen nehmen wir heute mit? Wen hatte ich denn gerade dabei? Ich habe es schon wieder vergessen. Kazumi, ich muss sagen, mit Kazumi war gar nicht so schlecht. Dann nehme ich mal Garrus noch mit. Diese Bereichsüberlastung kann manchmal ziemlich praktisch sein. Gerade auch, weil die sich doch manchmal wie die Idioten anstellen und alle auf einem Haufen stehen. Und wieder wurde unsere Ankunft bemerkt. Falsches Notsignal abschalten. Dringen Sie in die Basis der Blue Suns ein und... Ja, finden Sie das Notsignal oder so? Ich weiß nicht. Ich konnte es gerade nicht mehr lesen. Warum kann ich ja eigentlich nicht nach links gehen? Was ist denn hier los? Hat Shepard sich mal wieder festgedörrt. So, der ist weg. Naja, ist ja gut. Ich komme ja gleich zu euch. Was war das denn? Direkt an ihm vorbei und hab keinen erwischt. Hui. Widespread Enemies. Erstmal dich weg. Der ist schon weg, okay. Und zurücktreten, bitte. So. Der ist auch hinüber, oder wie sieht's aus? Scheint sich eine elegante Schlafpose gesucht zu haben. Okay. Datenpad, hier oben ist es. Ein Shuttle ist gerade vor dem Südeingang gelandet. Geht raus und macht sie fertig. Sofort. Okay, wir gehen rein und machen sie fertig. Was haltet ihr davon? Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brunfeldmine bis auf weiteres geschlossen. Tja, die Befürchtungen waren wohl nicht ganz unbegründet. Leider hat es nicht gereicht. So, weg mit euch. Schön zurückpusteln. Okay. Das funktioniert. Hat er gerade gerufen? Oder habe ich mir das eingebildet? Ups. Ja, passiert. Finde ich schön. Ich werfe gern mit Leuten um mich. Vor allem, wenn es Blue Suns sind. Ich weiß nicht warum, aber die kann ich am allerwenigsten leiden. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie von Said gegründet wurden. Komm, weg mit dir. Okay. Dann können wir jetzt mal kurz in Ruhe uns hier umschauen. Dank Philips brillanter Erweiterung der nördlichen Minentunnel ins Casino letzte Woche wird unsere kleine Anlage auf unbestimmte Zeit geschlossen. Alle Teams werden in Kürze zur nächstgelegenen Sternenbasis transferiert. Okay, vielleicht haben sie die leere Anlage dann übernommen. Vielleicht haben sie ja gar niemanden getötet. Kann ja auch mal sein. Gut, knacken wir mal kurz den Safe hier. Gibt's ja auch irgendwas, das zusammengehört. So, hier. Das zu dem. Das zu dem. Und die zwei. Okay. Credits für mich. Das Datenpad zur Information. Hey, Bruce, dieser Schwachkopf Selim hat mich gerade völlig grundlos gefeuert. Ich schwöre dir, der Typ hat's auf mich abgesehen. Es heißt, die Blue Suns feuern Leute an, um auf Omega einen Irren zu erledigen, der Justiz macht. Ich werde ihnen zeigen, wie sowas geht. Wünschen mir Glück. Und damit hat er wahrscheinlich sein Todesurteil unterschrieben. Gut, wie das Leben manchmal so spielt. Oder auch der Tod. Selbst schuld, also... Ich habe kein Mitleid mit Leuten, die sich als Söldner verdingen, wenn sie dann sterben, ganz ehrlich. Warum macht man so einen... Wow, was? Warum macht man so einen Scheiß? Warum nimmt man Geld dafür, Leute zu töten?
So, ich meine, gut, wir machen eigentlich nichts anderes, ne? Aber die Söldner sind halt doch ein bisschen anders, weil ihre Motive halt auch anders sind. Ihre Beweggründe, das rumzutöten, sozusagen. So, haben wir alle mal in eine... Was habe ich denn mit dem gemacht? In eine Ecke geräumt? So. Jetzt liegen sie alle auch wirklich deckungsgleich übereinander. Gut, dann können wir uns ja mal ein bisschen hier in der Mine umsehen. Die kommt mir bekannt vor. So, ich meine natürlich, irgendwann muss ich es ja schon mal gespielt haben, weil ich Mass Effect nie durchspiele, ohne alles mitgenommen zu haben, was geht. Okay, die Energiezelle für mich. Die Tür nehmen wir gleich. Das Datenpad zuerst. Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen. Da wird wohl wieder irgendwas mitgekommen sein, was nicht drin sein sollte, oder? Kann das sein? Oder irgendwas, das sie schon mit drin haben wollten, das letztendlich aber ein bisschen unkontrollierbarer war, als sie dachten. Sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Schauen wir mal. Ey, was? Oh, sympathisch. Hä? Zwei davon. Ach du Scheiße. Das wird super. Oh, und ich stehe ohne Deckung da. Dankeschön. Kommen die Beine von davon? Ja. So, ist jetzt ein Traum, sich direkt daneben zu stellen hier. Mach's trotzdem mal. Oh nein, vielleicht noch nicht. Ich überlege gerade. Was ist jetzt gerade? So, komm schon. Erstmal den ersten hier. Wow, was? Schlecht. Schlecht. Leute, könnt ihr irgendwie. Blendgranate bringt mir irgendwie nichts, oder? Jetzt siehst du. So, da muss ich halt erstmal hier ein bisschen werkeln. Oh, shit. Das Ding hat reingehauen. So, Kazumi steht sogar noch. Hätte ich gar nicht gedacht. Ups. Okay, erstmal ihn auf Abstand. Schießt er durch die Säule durch? Willst du mich verarschen? Danke. Genau das wollte ich sowieso gerade vorschlagen. Und dann hat sich's auch für den erledigt. Köstliche Stille. Gut, ich bin nicht gestorben. Was hältst du davon, Kollege? Captain. Kazumi, die war aus der Deckung. Meine. Ich bin dein Commander, du hast aus der Deckung zu gehen, wenn ich dahin will. Und weg mit dir. Damit ist der Captain tot. Oh. Das wird ein harter Treffer. Und wir töten erstmal die Flankierer da. Guten Tag. Habe ich gerade Kazumi durch die Gegend gehauen oder habe ich mir das eingebildet? Einer weniger. Schön, gut gemacht, Garrus. Oh. Da steht ja noch einer. Ja, tatsächlich, Kazumi hat es irgendwie erwischt gerade. Naja. So, der Captain ist hinüber. Ansonsten gibt es hier. Halt, hier war gerade noch was. Achso, das ist Medizinkit. Das lasse ich jetzt einfach mal. Dafür gehe ich jetzt nicht extra noch irgendwelche Runden. So, das heißt, wir können hier reingehen und damit sollte die Basis dann schon wieder ausgeräuchert sein. Die zu dem. Das zu dem. Und die zwei noch. Okay. Schauen wir es uns doch mal an. Hier ist die Notsignalsteuerung, ansonsten gibt es auch nichts. Also aus das Ding. Das müsste es gewesen. Warum sollte Shepard auch irgendwas anfassen, das danach nicht explodiert? Notsignal in der Blutfeldmine deaktiviert. Widerstand der Blue Suns vollständig eliminiert.